What's this? Scrooge, I've taken the spear of Celine. I'm sorry, Della. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Und heute zählen wir unsere Favoriten für die 10 besten Cartoon-Fan-Theorien, die sich als wahr herausgestellt haben. Did I make a good first impression? Oh, Steven, we already love you. In dieser Liste sehen wir uns Fanvorhersagen über Zeichentrickserien an, die sich als richtig erwiesen haben. Anime und Zeichentrickfilme werden nicht berücksichtigt, da sie eine eigene Liste verdienen. Da wir in die Details der Handlung einsteigen, gilt eine Spoilerwarnung. Kennst du andere Fantheorien, die wahr geworden sind? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Shiro ist ein Klon. Die Wiederbelebung von beliebten Fernsehserien kann ein Hit oder ein Fehlschlag sein. Netflix Voltron Reboot gehörte glücklicherweise zu den ersteren. Er hat neue und alte Fans angelockt, was dazu führte, dass im Laufe der Serie viele Theorien aufgestellt wurden. Die größte Theorie der Fans dreht sich um Shiro, den Anführer der Gruppe. Am Ende von Staffel 2 verschwand Shiro während eines Kampfes mit Zarkon. Shiro? He's gone. Nachdem er in Staffel 3 gefangen gehalten wurde, kehrte er zurück und einige Fans waren sofort skeptisch. Sie vermuteten, dass es sich nicht um Shiro, sondern um einen infiltrierten Klon handelte. Operation Kuron, Stage 1 successful. Begin Stage 2. Die Erwähnung des geheimnisvollen Projekts Kuron des Bösewichts im Zusammenhang mit Shiro war ein wichtiger Hinweis. Kuron bedeutet Klon auf Japanisch. Die Wahrheit wurde jedoch erst in Staffel 6 enthüllt. Hello, Keith. Nummer 9. Cassandras Mutter. Fans von Tangled waren begeistert, als sie hörten, dass die Abenteuer von Rapunzel und Eugene in dieser Serie weitergehen würden. Zu den beiden gesellten sich mehrere neue Figuren, darunter Cassandra, die Magd und enge Freundin von Rapunzel. Now listen, kid, we need your help, but let me make something clear. What happens here stays here. You got it? Am Ende der zweiten Staffel verriet Cassandra Rapunzel und nahm ein mächtiges magisches Artefakt namens Mondstein an sich. Cassandra? What are you doing? I'm fulfilling my destiny. Die Fans spekulierten, dass Cassandra in Wirklichkeit die leibliche Tochter von Mutter Gothel sein könnte. Sie hätte nämlich eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Bösewichtin aus Tangled. Als Staffel 3 ausgestrahlt wurde, wurden sie eines Besseren belehrt. Cassandra wurde von einem alten Dämon manipuliert, der ihr zeigte, wie Mutter Gothel sie im Stich gelassen hatte, als sie Rapunzel entführte. Nummer 8. Kaiser Bilos Menschlichkeit. Die Fantasy-Serie von Disney folgt Luz, einem jungen Mädchen, das versehentlich aus unserer Welt in das Dämonenreich transportiert wurde. Auf ihrem Weg nach Hause verbündet sie sich mit Hexen und Monstern, um den schurkischen Kaiser Bilos aufzuhalten. Der Herrscher der Siedeinseln soll der mächtigste Magieanwender im Land sein und mehrere Hexenzirkel befehligen. Bring the Owl Lady to me by twilight. She'll join the Emperor's Coven and in return I'll heal her little curse. Später stellte sich jedoch heraus, dass Bilos keine Hexe, sondern ein anderer Mensch war. Yes, this has gone on longer than I'd have liked, but no one ever said being a witch hunter was easy. Einige Fans mit Adleraugen und Ohren haben sich das anhand von Bilos Handlungen und Worten zusammengereimt, zum Beispiel, dass er weiß, wo der Eingang zum Menschenreich ist. Trotzdem gab es noch eine Menge, was die Fans nicht ahnen konnten. Why? Why go through all this? I'll do anything to save humanity from evil. Nummer 7. Nicht unser Jerry. Um Rick und Morty ranken sich zahllose Fantheorien, einige davon skandalöser als andere. Schon in der Folge Morty Night Run aus Staffel 2 setzte Rick Jerry beim Jerry Bory ab, einer Tagesstätte für Jerrys, während ihre Ricks und Mortys auf Missionen unterwegs waren. I don't know how this works. Help me! What the hell? Am Ende gab es einen kleinen Witz darüber, dass zwei Ricks ihre Jerrys verwechseln könnten. Whatever. Wait, what? Alright, come on, Jerry. Viele Fans ahnten jedoch, dass es sich dabei gar nicht um einen Scherz handelte. Erst in der Premiere von Staffel 6, 7 Jahre später, wurde dies bestätigt. Als Rick versuchte, das Problem mit der Portalkanone aus Staffel 5 zu lösen, sorgte er dafür, dass alle in ihr ursprüngliches Universum zurückgebracht wurden. Noch bevor Jerry ging, wurde ihm und den Fans klar, was genau passiert war. How did I end up not in my own universe? Oh my god, the Jerry Bury! Oh, the Jerry Bury! Deep cut! Nummer 6.
Leelas Abstammung. Nachdem er sich aus Versehen eingefroren hat, wacht Fry 1000 Jahre später in New York City auf. Eine der ersten Personen, die er trifft, ist Leela, die Fry erzählt, dass sie eine verwaiste Außerirdische ist. My parents abandoned me here as a baby and I don't even know what galaxy they were from. In Staffel 4 stellt sich das jedoch als falsch heraus. Sie ist eigentlich eine Mutantin, deren Eltern und viele andere in der Kanalisation unter der Stadt leben. So, I'm not an alien? I'm a mutant? We never wanted you to know. Während dies für viele eine Überraschung war, haben es einige andere früh erkannt. Die Mutantengesellschaft wurde in Staffel 2 eingeführt und in einer Szene konnte man im Hintergrund zwei Personen erkennen, die Leela verblüffend ähnlich sahen. Von da an wussten sie, dass eine große Enthüllung bevorstehen musste. Es gibt auch noch eine frühere, subtilere Andeutung in der Staffel 1, Folge Fear of a Bot Planet. Look, one eye, count them, one, not human. The humans are hereby sentenced to live as robots live on Earth. Nummer 5. Laser Blasts Double Whammy. In der nahen Zukunft träumt der junge K.O. davon, der größte Held der Welt zu werden, während er in einem Laden für Heldenbedarf arbeitet. Der Besitzer des Ladens, Mr. Gar, hat seine Zeit als Superheld aufgegeben, nachdem einer seiner Teamkollegen verschwunden ist. Wie sich später herausstellte, war Laser Blast nicht wirklich verschwunden, sondern versteckte sich vor aller Augen als der Bösewicht Professor Venomous. Und nicht nur das. In der gleichen Folge von Staffel 3 wurde enthüllt, dass Laser Blast der Vater von K.O. ist. Boy, take a good look. I am him. Viele Fans hatten K.O.'s Abstammung vermutet, weil seine Mutter mit Laser Blast zusammen war, noch bevor er verschwand. Die Ähnlichkeiten im Design von Professor Venomous ließen einige Fans vermuten, dass die beiden Brüder sind, während andere einen Schritt weiter gingen und sie für ein und dieselbe Person hielten. Sorry, K.O. I am your father. No! 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 Nummer 4. Der Speer von Selene. Das DuckTales Reboot hat einige großartige Charakterenthüllungen, von denen einige von den Fans vorhergesagt wurden. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer haben vielleicht mitbekommen, dass Webby mehr ist als nur eine Enkelin von Mrs. Beakley. Webby is Scrooge's daughter? Bless me, bagpipes! Das größte Geheimnis, das die Serie schon früh lüftete, war jedoch der Speer von Selene. In einer Notiz, die die vermisste Mutter der Drillinge, Della, hinterlassen hatte, entschuldigte sie sich bei Dagobert dafür, dass sie den Speer mitgenommen hatte. Während die Kinder annahmen, dass sich dieser Hinweis auf einen buchstäblichen Speer bezog, fanden sie heraus, dass das definitiv nicht der Fall war. Nicht nur das, sondern es war auch kein Artefakt. Maybe the spear isn't an artifact. Maybe it's something else. Your mom did love a good mystery. Eine Fantheorie besagte, dass der Speer ein Schiff sein muss und dass Della sich bei der Erkundung des Weltraums verirrt hat. Gegen Ende der ersten Staffel wurde das bewiesen. The rocket and your mother were lost to the inky abyss of space. Nummer 3. Garnet ist eine Fusion. In Steven Universe können zwei Edelsteine miteinander verschmelzen, um noch mächtiger zu werden. In der ersten Staffel zeigte sich jedoch, dass dies ein vorübergehendes und manchmal giftiges Phänomen ist. Außerdem schien es, je weniger stabil die Beziehung war, desto mehr Augen und Anhängsel. You're just too much. Maybe you're just too little. All dies hielt jedoch die Verbreitung einer beliebten Garnet-Theorie nicht auf. Die Fans glaubten, dass Garnet eine dauerhafte Verschmelzung ist und verwiesen darauf, dass sie zwei Edelsteine und drei Augen hat, als Beweis genug. Aber wie konnte sie dann so lange in dieser Form bleiben? Jedes andere Mal war die Anstrengung der Verschmelzung zu groß gewesen, um durchzuhalten. Die Antwort kam im Finale von Staffel 1. Die Theorie der Fans wurde bestätigt, als Rubin und Saphir, zwei verliebte Edelsteine, wieder zu Granat verschmolzen. Steven! Thank you! Garnet! You're a fusion? Nummer 2. Der Pilzkrieg. Auf den ersten Blick scheint Adventure Time in einem albernen Fantasyland zu spielen, das nichts mit der Realität zu tun hat. In Wirklichkeit handelt es sich um die Folgen des nuklearen Niederschlags auf der Erde, der 1000 Jahre zurückliegt. Der Schöpfer der Serie, Pendleton Ward, hatte die erste Idee für diese postapokalyptische Welt in einer Folge der ersten Staffel, in der es um eingefrorene Geschäftsleute ging. I remember business. Von da an wurden Anspielungen auf die vergangene Zivilisation gestreut, wenn auch nur spärlich.
Dennoch griffen einige Fans sie auf und begannen nicht nur über den nuklearen Fallout zu theoretisieren, sondern auch darüber, wann er stattgefunden haben könnte. Im weiteren Verlauf von Adventure Time wurde mehr über die Geschichte des Landes Uo enthüllt. Frightful bombs poised to bathe the land in mutagenic horror. Schließlich wurde bestätigt, dass die Menschheit den Planeten in einem weltumspannenden Krieg vernichtet hatte, den Marceline und der Eiskönig überlebt hatten. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Der Autor der Tagebücher. Um ehrlich zu sein, war Gravity Falls eine Serie, die für Theorien gemacht war. Hinweise und Rätsel waren überall in der Serie versteckt und machten sie zu einem Mysterium, das die Zuschauer auf verschiedenen Ebenen genießen konnten. Das wichtigste Rätsel war der Autor der Tagebücher, in denen alle möglichen bizarren Vorkommnisse und Kreaturen in der Stadt dokumentiert sind. Let's see. Barf Fairy? Yeah! Und dann war da noch Grunkle Stan, der die Vorstellung der Kinder von Seltsamkeiten abtat, sich aber selbst ziemlich seltsam verhielt. Durch das Zusammensetzen einer Menge von Hintergrunddetails, darunter auch Rückblenden von Stan, kamen die Fans zu dem Schluss, dass er einen Zwilling hat. Da Stan die Tagebücher sammelte, musste dieser Zwilling der mysteriöse Autor sein. After all these years, finally. Have them all. Und siehe da, Stanford Pines wurde in Staffel 2 eingeführt und bestätigte diese Theorie. Who is that? The author of the journals. My brother. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von Watchmojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.